Zelda 75, da glüht der Speer. Meine Damen und Herren, wir sind in einem Schrein, den wir eben durch, ich möchte sagen, angewandte Idiotie gefunden haben. Nicht zu blöd war, die richtige Lösung zu finden. Das hier kann man doch bestimmt raus... Quatsch. Kann man doch bestimmt hier raushieven, oder? Also der Schrein heißt drei Kisten. Muss man womöglich die drei Kisten da draufstellen und dann ist es schwer genug. Das wäre für dich nicht alles schwer genug. Den hat zu gerissen. Das ist noch eine dritte. Da ist noch eine. Fahren wir da mal mit hoch. Ja, und jetzt? Da oben ist noch eine. Hier, und das ist dann der ganze Trick, oder wie? Das, meine Damen und Herren, ist der ganze Trick. Habe ich in dem Let's Play schon von dem schlechtesten Zauberer der Welt geredet, den ich im Urlaub gesehen habe? Nee. Der, also nur die Kurzform ist, es gibt doch den berühmten... Yeah. Den berühmten Trick, dass die Assistentin in einer Kiste drin liegt, dann werden da... Also die wird dann verschlossen. Und dann wird die Assistentin, also er sticht dann da irgendwie mit Schwertern oder Messern oder irgendwas in diese Kiste rein und dann am Ende kommt die Assistentin aber aus der Kiste wieder raus, unversehrt, und sie hat sich sogar noch umgezogen. Halt. Du musst erst den großen Klotz da rausziehen. Und es war innerhalb von nur wenigen Sekunden, also wie hat sie es denn geschafft, sich da umzuziehen und so. Dann waren wir im Urlaub halt bei so einer Zaubershow, da ist aber dann irgendwie, weil da hat er dann auch so... Ich weiß gar nicht mal, was es war, aber wenn du dir überlegst, was das klischee-mäßigste Lied, was man haben kann, um so eine Zaubershow zu untermalen, also sowas wie, Was wird denn das? Du musst auf die Kiste drauf. Und dann? Und dann kannst du dich mit der Kiste weiter nach oben ziehen lassen, weil du so nicht hochklettern kannst. Aber schau vorher mal auf die Karte, ob du schon alle Kisten aufgemacht hast in dem Level. Also jedenfalls dieses Battle Without Honor or Humanity, also das ist Kill Bill zum Beispiel. Habe ich jetzt nicht im Ohr, aber schau doch mal trotzdem auf die Karte, ob du ja, hat er, gut. So, und dann sollte aber dieses Lied dauernd loopen. Und es ging aber irgendwie mit der Anlage da schief, das heißt, er musste dann zu dem DJ gehen. Also stand dann auf der Bühne, plötzlich war die Mucke aus, dann hat er halt irgendwie so, hey, so getan, als würde er jetzt voll geplant von der Bühne abgehen. Dann hast du gesehen, dass er halt verschwunden ist, dann oben bei dem DJ-Pult plötzlich aufgetaucht ist, dann hat er 10 Minuten rumgewerkt mit dem DJ zusammen, dass sie die Musik jetzt wieder zum Laufen kriegen. Dann ist er wieder auf die Bühne, dann ist die Musik wieder ausgegangen, dann ist er wieder runtergegangen. Dann kam schon irgendwie von dem Veranstalter so Animateure, die dann irgendwie versucht haben, die Show zu retten. Einer hat dann angefangen, so schlecht vor sich hin zu tanzen. Also, wenn er alleine für sich in der Disco getanzt hätte, wäre schon gut gewesen, aber nicht, um halt so einen wütenden Publikumsmob irgendwie zu besänftigen. Und nach geschlagenen 20 Minuten haben die es dann hingekriegt, dass die Anlage wieder lief. Und dann hat er die Kiste aufgemacht und unglaublich, die hat es geschafft, sich in 20 Minuten umzuziehen. Wäre besser gewesen, wenn er vorher die Schwerter reingesteckt hätte und sie wäre dann innerhalb der 20 Minuten verblutet. So, jetzt fahren wir nach Hateno. Genau. Dann können wir uns auch gleich bei dem, das ist doch auch so ein kleiner Schrein, können wir uns gleich was holen. Und was diesmal? Ausdauer oder Leben? Wie gesagt, Leben. Ja, mehr Leben heißt mehr näher dran am Masterschwert. Ja. Komisch, dass es Bannschwert heißt, ne? Ist es so? Das war doch hier nochmal so. Verzeihung. Ew.
Was denn? Ja, spiel mal weiter. Hab ich dich erwischt? Ja. Daniel hat mir gerade voll aufs Bein gerotzt. Ach nee. Ich fürchte, das muss abgenommen werden. Entschuldigung, ich hab extra... Ja, aber das sind halt so, wenn man halt so viele Jahre einen Let's Play-Kanal zusammen macht, dann wird man schon mal so intim, dass man... Du trägst nicht mal Klamotten. Ja, kommt davon. Das macht mich halt sehr an. Liebe junge Menschen, es tut mir sehr, sehr leid, aber... Wo war denn das? Das war doch hier irgendwo am Rand. Das Gasthaus. Oh, da war eine Quest. Wo? Oh. Die Ranelle-Spitze, hat irgendjemand gesagt. Da drin oder woanders drin? Da drin. Vielleicht. Irgendjemand hat da gerade so ein Ausrufezeichen über dem Kopf gehabt mit die Ranelle-Spitze. Hier vielleicht drin. Aufmachen, Polizei! So, wer hat die Ranelle-Spitze gesagt? Runter auf den Boden! Warten, das ist hier oben ist es gewesen, oder? Irgendwo gibt es ein Gasthaus. Warte mal, hier oben ist aber erstmal dieser... Genau, hier kann man die Dinger eintauschen. Ah. Ich hab bitte Herzen. Was heißt? Tada! Rup. Dann haben wir schon 9. Wow. So, und was meinst du mit Gasthaus? Gasthaus Sahel. Und da ist ein Steg am Ententeich. Und da steht wohl eine Frau irgendwo. Schau mal, wo das Gasthaus ist. Hier der Ententeich? Nee. Wo sehe ich, was das Gasthaus ist? Also mit der Übernachtung hier. Ich mit der Kollegin an Empfang. Aha, also dann ist es ja da gegenüber auf dem. Da ist wohl der Teich und da steht irgendwo wohl eine Frau auf dem Steg. Da hinten, aha. Und die weiß, was jetzt abgeht. Oh, guten Abend. Ja! Oh, du bist nicht von hier, oder? Hier redet er ja. Wirklich so. Vielleicht kannst du mir helfen. Was ist denn? Siehst du die drei Zedern hoch oben auf dieser Bergkette? Nein. Doch, da ganz oben. Aha. Mir ist ein altes Buch in die Hände gefallen und irgendwo zwischen den Seiten steckt ein kleiner Zettel. Wenn aus drei Zedern eine wird, stehst du richtig. Geh auf das Meer zu und finde die Prüfung im Fels. Das stand auf dem Zettel. Man muss sicher von den drei Zedern aus in Richtung der Armosia-Küste im Osten gehen. Und diese Prüfung im Fels, das kann doch nur heißen, dass dein Schatz zu finden ist. Aber ich habe ein Kind. Und diese verschneiten Berge zu überwinden, das würde ich eh nicht schaffen. Also überlasse ich dir den Schatz. Such ihn und erzähl mir dann davon. Wie gut das Wasser ausschaut. Mhm. Na dann. Darauf, oder was? Darauf. Wie die Hurberburm. So, dann leer. Die Hurberburm wäre noch kühler, wenn... kühler. Kühler. Cooler, wenn sie die Hoverwurm wären. Wie wenn die hovern können. Genau so. Dann wäre allerdings ihre Leistung auch nicht halb so cool. Ich, wenn Huba Buba wäre, würde die Hurberburm als meine Werbeträger. Stimmt. Die Hurberburm. Mir ist neulich erst aufgefallen, dass. Wie heißt dieser Hersteller? JBL? Die ja. Kopfhörer herstellen. Recht geschickt Jerome Boateng verpflichtet haben, weil das sind die gleichen Anfangsbuchstaben. Und wofür steht dann das L? Für Fußball. L. Das L in Jerome Boateng steht für Fußball. Warte mal, hier kann ich doch mal Feuer anmachen. Aber wozu? Da ist ja nicht mehr meine Fackel. Da wird nicht lang gefackelt, du. Ist da nichts, was man... Was brennt, ja, das Metall vor allem. Nee, aber liegt hier nichts mehr rum? Kann ich das nicht zu Kleinholz verarbeiten da? Was wir brauchen, ist ein Fackelmann. Toll. Dann halt nicht. Pretty, pretty. Laufe ich noch richtig eigentlich? Ja, ja.
So. Auf vergeht's. Da ist eine Zeder. Ist das nicht eine Tanne? Woran erkennt man den Unterschied? Zedern sind auf der libanesischen Flagge und im Garten von Peter Handke bei Paris. What the fuck? So weißt du solche Sachen? Weil das eine der besten Eischmidt-Folgen ever war, die, wo er den Artikel in der Zeit vorgelesen hat, wo der Zeit für Etatchef Ulrich Greiner Peter Handke bei Paris besucht und dann von ihm in sein Haus eingeladen wird. Mhm. Und das ist das Schlimmste, was jemals das deutsche Feuilleton hervorgebracht hat. Weil der Ulrich Greiner halt der glücklichste Mensch der Welt ist, dass der große Peter Handke mit ihm redet und dann sitzen sie bei ihm daheim und dann das klingt jetzt schon voll widerlich. Entspinnt sich ein brillanter Dialog. Ich weiß gar nicht, ob man die noch runterladen kann. Zieh dir mal was Warmes an. Sagt die Rotznase. Ja, das so. Ist der Heuschnupfen. Der hat mich dieses Jahr ziemlich in Ruhe gelassen, aber jetzt ist er wieder back. Ja, mich, mir ging letzte Woche auch los. Wie, das reicht noch nicht? Hm? Vielleicht mal was Scharfes essen. Das Winterwarm, es reicht nicht, das ist ja verrückt. Chili kannst du essen. Scharfen Grillteller haben wir nicht. Aber ich kann das doch nicht pur essen, das haben wir doch schon so oft jetzt gehabt, Daniel. Oh. Ich habe nichts. Aber was ich aber tun kann, ist... Ja, schau. Ah ja, mit dem Feuerstab. Ha! Das ist so ein geiles Spiel, ey. Da ist eine Zeder. Das ist die andere. Halt dieses Spiel aussehen. Du kriegst die Tür nicht zu. Die Tür ist schon zu. Spannend. Ist da wieder die Spinne am Todesberg? Nö. So, hier ist jetzt eine. Also drei Zedern müssen zu einer werden. Das heißt jetzt genau in die Richtung weiter, bis die dann deckungsgleich sind. Denn die Zedern bewegen sich im Gänsemarsch. So, warte mal, da ist die dritte. Wenn da mal kein Krog ist. Wo? Achso, nee, da ist wieder Fliegen. Ja, wie kommt man denn da so schnell rüber? Du musst erst weiter Richtung Osten. Das ist aber eigentlich ein ganz großzügiges Zeitlimit. Ja. Vielleicht auf den Baum klettern und dann fliegen zur anderen Zeder. Wieso nicht? Wieso nicht? Achso, das ist hinter der Zeder. Ja. Yeah. Ganz ist die Zeder und dann da durch. Boah! Sternschnuppe! Scheiße. Was in dem Spiel alles abgeht, ey. Ich spiele mir das seit 4 Millionen Stunden und ständig überrascht einen noch irgendwas. Jetzt rauf auf den Baum. Oben kann man sich wieder aufladen. Ha! Flieg da hin. Ui, du hast mich entdeckt. Achso, brauchst du gar nicht hinfliegen. Tschüssi. Sehr gut. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, was steigt denn da hinten auf? Das ist da, wo die Sternschnuppe gelandet ist. Echt? Also ist er jetzt schon sehr weit weg, ne? Okay, wo ist die andere Zeder da? Wie, wenn die zu einer werden, aber dann... Du musst auf jeden Fall Richtung Osten, Richtung Ambrosia-Küste oder so, hat die gesagt. Also da, genau, Ambrosia-Küste. Und da ist dann irgendwo... Wildschweine? Wir haben hier Nektar und Ambrosia. Asterix, wir können hier nicht bleiben. Boah, habe ich schon lange keinen Asterix-Film mehr gesehen. Habe ich schon lange kein Wildschwein mehr gegessen.
Du hättest sowas sagen können wie, boah, hab ich schon lange keinen Asterix-Film mehr synchronisiert. Stimmt, hätte auch gestimmt. Den habe ich mir jetzt übrigens immer noch nicht angeschaut. Hast du dir den eigentlich schon jemals fertig angeschaut dann, den Film? Ja, ich war mit meinen Nichten im Kino sogar. Mit Nichten? Mit Nichten im Kino. Ja, tatsächlich, war, mein Gott, dieser eine Satz. Ein Satz in Manhattan. Daniel spricht in dem, welchem Asterix-Film? Asterix im Land der Götter. Sprichst du was, einen Spanier? Einen spanischen Sklaven. Könnt ihr euch also mal für teuer Geld aus der Videothek oder aus einem Streaming-Dings anschauen und dann mal rausfinden. Es gibt da nur einen spanischen Sklaven. Ja. Oder man schaut sich einfach das Video auf GameTube an, wo genau der Dialog zu hören ist, aber... Ja, kauft euch lieber den Film, dann kriege ich nicht mal Tantiemen von, weiß gar nicht, wer der Verleih ist. So, halt, warte mal. Da ist, haben wir auch das Schild markiert, das heißt, da ist ja irgendwo die Snowboard-Piste in der Nähe. Schau mal, jetzt sind hier die, genau. Die dritte Zähler jetzt. Die ist noch hinter dir. Andere Richtung, da wo du jetzt hinschaust. Da muss doch noch eine sein, oder nicht? Nee. Hä? Hey? Das sind schon drei. Dann muss es hier irgendwo eine Höhle geben. Also da siehst du, dass die hinten ist die dritte. Ich glaube, du musst nochmal weiter gegenüber, warte mal, also dass die wirklich sich überdecken. Also aber weiter nach oben, weiter geht's oben hier geht nicht ja mehr. Dann nicht, komisch. Hm. Oder halt von unten. Also es hieß, man muss Richtung Osten und da sind wir ja jetzt und dann ist da irgendwo eine Höhle. Das ist hier unter uns eine Höhle. Genau östlich davon ist ein Punkt, Schrein an dem mit Nähe. Blick Richtung Westen alle drei Zähler übereinander liegen. Da der Punkt eine mit Felsbrocken versperrte Höhle ist. Kalt. Oh oh. Hä? So ein Arsch. Da ungefähr stimmt's. Burn, bitch. Starker Bogen. Starker Wolf. So kann ich sie denn nicht anvisieren. Ja, die gleiche Farbe haben wie der Kopf. Schaden, weil ich den Feuerstab nicht hab. Ja. Nimm den Feuerstab. Falsche Richtung. Nee, links. Weiter. Falsch, ne? Aber hier ist nochmal ein... Ah! Das ist ein Snowboard-Ding, aber nee. Du musst auf den Berg rauf, glaube ich, oder? Ah, ich will kurz gucken, wo das ist. Ja, schon Bock, das zu machen. Kannst du ja nachher noch machen, nach dem Schrein. Muss doch hier irgendwo sein, oder? Aber irgendwie sagt der genau der Dings nicht mehr. Also schlägt er halt gar nicht. Nee, warte mal. Das sieht doch gut aus. Das da unten. Ja. Ja, und von da aus sollen wir die drei Zedern übereinander. Aber ja, gut. Was soll das? Geht Zeder. Hör auf. Zeder und Mordio.
Das ist so ein spanischer Cartoon-Zeichner. Der deinen Sklaven gemalt hat, ja, ne? Ja, nee, der malt immer so welche mit so riesen Nasen. Du weißt sicher, wovon ich rede. Barn. Das Riesennasenhausen. Das Geheimnis der drei Zedern. Apropos Riesennasen, ich höre zurzeit die Biografie von Mike Krüger. Die Supernasen. Nee, ja. Die heißt Mein Gott Walter, wie auch sonst. Ist der brillanteste Autor, aber es ist sehr interessant. Was erzählt er so? So sein Werdegang, der gar nicht so aufregend ist, aber trotzdem ganz cool zum Zuhören. Und der hat lauter schlechte Wortwitze drin. Nicht mal ein Rätsel, aber jetzt gibt es gleich die Kletterstiefel. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt ist die Ausrüstung komplett. Jetzt ist alles komplett geschafft. Jetzt ist jeder Berg, das ist gar kein Problem mehr. Aber was habe ich jetzt für einen Bonus da? Du hast die Kletterhandschuhe hier an. Warum habe ich den jetzt? Habe ich es an. Klettertempo. Ja, da freue ich mich, fahre ich schon drauf, da jetzt. Da die Berge auf und unter und umeinander. Soll doch mal einer sagen, wir würden in diesem Let's Plays nichts gebacken kriegen. In diesem Let's Plays. Gott. Danke. Sehr gut. Magst du jetzt noch deine Snowboard-Runde fahren? Ja, eigentlich schon. Ja, dann machst du es jetzt noch. Andererseits muss ich mich aber jetzt wieder warm anziehen, weil sonst erfriere ich doch da oben. Tja. Der Berg ist unerbittlich. Jetzt bin ich auch wieder so... so Winter Whams. Kennt man ja sonst nur aus dem Radio, ne? Ja. Last Christmas. Darüber macht man keine Witze. Wieso? Weiß ich nicht. Das sind so geile... Diese Socken, wie heißen denn die? So, wie so ein Trachten-Outfit schaut es so ein bisschen aus. So Wadelstrümpf. Ja. Warte mal, ich schalte mal kurz um auf maximale Kletterei. Das schönste Blärmal auf der Welt, das ist das Ideal. Jetzt erfriert sich aber auch, er ist schon fix. Zack, 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 zack. Der macht jetzt im Prinzip das, was der Messner gemacht hat, nämlich schnell und elegant den Berg rauf und nicht mit so viel Ausrüstung. Also nur ein Feuerstab, ein Bogen, ein Schwert und ein paar Schilde. Wie halt damals Messner auch. Ja. Ja toll, jetzt was machen wir denn dann als nächstes? Könnte mal wieder in Richtung von so einem Titanen latschen. Das ist eine gute Idee. Oder über den Krogwald und mal schauen, ob wir den Maronus finden. Mhm. Wie viele Titanen sind es? Vier, oder? Vier. So, wo war jetzt das? Da sind schon mal so dumme Exalfos. Hier noch ein Stück weiter oben, oder? Mhm. Blöde ist natürlich, ne, jetzt muss ich auch abliefern. Der Weg ist das Ziel. Ganze Zeit am Klugscheißen da oben, das ist es doch hier, oder? Ja. Da ist es. So, was sagt denn das Schild? So, erstmal das Board checken. Aha.
Sogar noch vorbeigeflogen. Aber es hätte klappen können, oder? Das war am Ende dann noch mit Gnadenfrist. Kann ich dich irgendwie da hoch teleportieren? Nein. Das ist unten, ne? Ja. Was ist hier? Die Quelle von Ranelle. Da kann ich mich da hoch teleportieren. Da hätte der Günther Messner auch geschaut, wenn sich der Reinhold einfach so bergweg teleportiert hätte. Einen Versuch mag ich noch. Gott, diese Folge, die wird schon wieder so ewig lang. Ihr kriegt's wieder Bonusminuten. Und ihr sitzt da und trinkt Bier. Die kämpfen um Hyrule und ihr sitzt da und trinkt Bier. Haben wir schon drüber geredet, dass offenbar der neue Trend ist, dieses Let's Play zum Einschlafen zu gucken. Echt? Ich fühle mich ehrlich gesagt geehrt, weil das tatsächlich, das ist doch so, was man über drei Fragezeichen sagt. Stimmt, ja. Ich meine, die machen irgendwelche Stadien voll. Würden wir auch, wenn wir berühmter wären. Wo ist denn jetzt der Startpunkt nochmal? Da, ne? Ich höre gern Bayern 2 Wissen zum Einschlafen. Und da habe ich noch, glaube ich, 1000 Folgen gehört und fast keine fertig. Weil wo ist denn der Punkt? Ich immer einpenne. Da, da so. Da ungefähr irgendwo so. Ich gucke zum Einpennen gerne alles. Ich bei allem einschlafe. Ich kann witzigerweise nur immer dann nicht schlafen, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag ausgeruht sein muss, weil ich irgendeinen wichtigen Termin habe. Also wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag vor allem eine Flugreise oder irgendwas, wo es ultra scheiße kommt, wenn man, wenn man halt verpennt, kannst du dir aber sicher sein. Du hast jetzt schon wieder zu lange gebraucht. Ja, warte mal, ich gehe nochmal raus. Ich muss... Hä, warum liegt das denn jetzt? Nein. Wieso konnte ich denn gerade eben das nicht korrekt starten? So ist gut, und links rum. Oh. Ja, da nimmt er die Kurve sehr hervorragend und so weiter. Du musst immer auf der Außenkante, musst du das Gewicht verlagern. Da bräuchte man eigentlich einen anderen Dialekt. Mehr so Markus Wasmeier-mäßig. Nein! Ja. Da muss er schon fast drunter. Da liest sogar der Hund vor Begeisterung. Wie, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Oh, das war knapp. Und mit diesem brennenden Hund sagen wir auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.